Randy hat ein Date in Wien. Freut euch auf einen Tag voller Romantik, Verzweiflung, das ist ja wirklich peinlich, Spaß, besser als Netflix und chill, gutem Wetter, allerlei weiteren guten Tipps, die ihr auf euren Dates so machen könnt. Heilige Maria, ich sag's so, wie es ist. Und natürlich der ein oder anderen Karaoke-Session. Verliere die Sprache, wenn ich merke, dass du eigentlich... Viel Spaß mit der Folge aus Wien. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen zu Folge Nummer 2. Ich sage euch so, wie es ist, wir werden heute einen schönen Tag mit Valentina Ballerina verbringen. Ich baue am Anfang des Videos, habe ich mir so richtig viel Mühe gegeben, baue so eine Triggerwarnung. So, dass jeder versteht, okay, hey, das ist ein Video, das dient zur Unterhaltung. Ich bin YouTuber, genießt diese Videos, aber nehmt die nicht zu ernst. 31 Grad. Ich trage eine lange Hose. Technisch, Leute, New Balance 550er, schwarze Hose, grünes Shirt und eine Sonnenbrille, ne? Valentina Ballerina. Alles gut? Alles gut? Ja. Wie geht's dir? Gut, dir? Auch gut. Herzlich willkommen am Stephansdom, Ladies and Gentlemen. Die Stadt ist auf jeden Fall voll, ist packed. Ist packed. Es ist viel zu voll. Ich sag so, wenn es 31 Grad wird, einfach schwimmen gehen, dann ist durch. Die Stadt ist voll. Erste Station, Koffein. Ich weiß nicht, was für ein Wort sein soll. Ich denke, es ist ein Wortspiel mit Kaffee und Koffein, ja, oder? Ja, ich auch. Wurde mir empfohlen von Sebastian, einem sehr, sehr jungen Barista. Hast du selber schon mal so eine Barista-Schulung gemacht oder so? Ich wollte es mal machen. Es heißt Zeitgeist, also. Aber es gibt ein Hotel-Zeitgeist. Aber ich glaube, ja. Koffein-Zeitgeist. Sieht so weiß aus. Geil. Hallo. Der auf dem QR-Code auf die Straße. Hört sich in Ruhe. Check. Okay, super, danke. Wir werden reingehen, Ladies and Gentlemen. Die Sonne ist zu warm. Es gibt auch da hinten voll den geilen Platz. Nee, geh gerade durch und dann links. Ist cool, das ist auch schön private. Self-made Croissants. So you've been there many times, yeah? No, first time, but I ordered almost everything. So you ate the whole menu? Almost. Nice. Those are my favorites. Nice. Should we get this guitar? Yeah. Ein bisschen. Ich sag so, wie es ist, das Croissant sieht gut aus. Schaut lecker aus. Die fühlen sich ein bisschen an, wie so, wenn Oma ein Croissant macht. So denke ich mir, dass es ist. Es ist so voll innen, also zu teigig. Die Luftblasen fehlen ein bisschen. Aber es ist lecker, schöne Butter. Valentina Ballerina ist kurz Wasser holen gegangen. Die Dame hatte schon gesagt, dass sie mal gerne so einen Cappuccino-Kurs machen will. Jetzt dürft ihr dreimal raten, was Randy geplant hat. Ich bin so ein Genius. Das sind auch Sachen, die kann man nicht planen. So läuft halt ein Date. Manchmal ist die Freestyle. Das sind die Teile, die da sind, diese silbernen Zäpfe. Die Decke sind. Der ist für Wasser? Mhm. Geil. Aber schön. Hier stehen auch so random Kaffees rum. Aus Honduras, aus Äthiopien. Kaffee aus Costa Rica. Sehr, sehr nettes Kaffee. Der Flat White. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren aushelfen für die Leute, die sich auskennen mit Kaffee. Mein Flat White war leicht bitter. Jetzt schauen wir mal in die Stadt. Schweißperlen sind heute im Date mit inbegriffen. Because I'm so sexy and hot. Wow, okay, aber es gibt besser. Es gibt besseren Kaffee? Ja, es gibt dann die Milch. Magst du zu stark, weil magst du gar nicht dafür. Okay, das ist kein Kaffee. Ich spüre Koffein nicht. Ich kann 200 Pullen kriegen und schlafen gehen. Es gibt manche Menschen, die spüren das einfach nicht so heftig. Bye, bye. Nice. Thank you, I really appreciate the service. Dreimal dürft ihr raten, wer nicht bezahlt hat. Yeah, I feel like at home. Da einfach fast vergessen zu bezahlen. Wir sind so selbstverständlich rausgegangen. Also, Zuhause-Feeling bekommst du auf jeden Fall. Valentina, Ballerina und Randy sind okay zufrieden mit dem Kaffee. Das kann man machen, als Nicht-Wiener. Weil Wien hat eine starke Kaffeekultur, würde ich sagen. Somit, es gibt besseren. Zweite Idee, eigentlich, was wir machen wollten. Ich wollte da irgendwo, ich glaube, da kann man hoch oder da. Ich ganz weiß rauf, nicht. Ganz rauf. Ja.
Es gibt aber keinen Lift. Und ich sage euch so, wir sind jetzt bei 31 Grad. Weiß ich nicht. Ich glaube, es sind irgendwas mit knapp 400. Wie viel sind 400 Treppen? Es ist nicht so hoch. Ist das Ausflug? Komm, probieren wir es aus. Gehen wir einfach hoch, oder? Ja. Weil da, von da oben hast du jetzt schon einen geilen Blick. 19, da ist der Reichenbezirk, oder? Genau, ja. Reichenhain. Da gibt es auch so einen Berg, da bin ich mal gesessen. Da siehst du ganz Wien. Das liegt am Kahlenberg. So heißt es. Ja, Kahlenberg. Warst du schon mal da? Ja, war ich. War gut? Ich kann auch gut essen. Am Kahlenberg? Mhm, da gibt es ein Restaurant. Wie heißt es? Keine Ahnung. Perfekt. Also die nette Dame hat uns auf jeden Fall verraten, man muss rein. Innen links oder rechts? Also hier direkt links gehen. Ja. Okay, danke. Wir gehen jetzt diesen Turm hoch. Das wird so anstrengend. Egal, du warst heute schon trainieren, gell? Yes. Ich noch nicht, also. Da spare ich mir das schon mal. Aber es hat so was Heiliges hier. Habe ich gerade wirklich gesagt, dass es hier drin was Heiliges hat? Es ist eine Kirche. Ja, sag ich ja. Wie dumm bin ich eigentlich? Die gehen niemals alle hoch. Sicher. Aufzug zur Pummerin. Ey, da gibt's doch einen Lift, oder? Wir wollen doch gehen. Ein paar Sekunden. Auf jeden Fall, das ist der Lift. Wir wollen die Treppen machen. Danach gibt es ein Glas Prosecco vielleicht. Das muss man sich verdienen. Champagner. Ja? Oder Champagner, was auch immer. Oder gleich Margarita. Können wir auch machen. Offen für alles. Wer ist denn der Höchste? Ja. Das ist der Höchste. Auf jeden Fall den man mit den Stufen hochgehen kann, Ladies and Gentlemen. Das ist der höchste Turm. Das muss jetzt hier einmal gesagt werden. Der höchste. Verdammt. Was ist das? Ein gutes Booty-Workout. Ich sag ehrlich, ich hab einen guten Booty. Ich brauch das noch nicht. Ich auch nicht. Ja. Stimmt. Wo ist jetzt dieser Südturm hier? Jetzt reicht's. Yeah! Perfect! Gibt's oben Klima? Passt schon. Ja. Dankeschön. Danke. Ey, 343 Stufen, gell? Aber enge Stufen. Ja, ja, let's go. Und runter auch wieder. Ja, passt doch. Ich habe schon für wirklich viel in meinem Leben bezahlt, okay? Aber ich habe noch nie bezahlt dafür, dass ich 343 Stufen hochgehe. Hochgehe. Jeder in seinem eigenen Tempo, so wie er mag, ne? Genau. Ich habe mich jetzt schon verzählt. 35, Spaß. Aber hier ist es eigentlich kühl, ich bin ehrlich. Du musst genau die richtige Geschwindigkeit finden, dass wir nicht schwitzen. 12 Sekunden. Ah, fluchen darf man hier drin nicht, oder? Ah. Was ist hier, Miss Insta-Pflanzerin? Fitness-Influencer. Achtung, Gegenverkehr. Ah. How far is it? Ah, go back, man. Go back. Go back? It's too far? It's shit. Damn. There's nothing there. You can't see outside. Just no way. A small little There's window. No balcony. There's just small windows. It's no way. I paid for this. Damn. I have to try at least. Ist noch weit? Jo. Ja? Jo. Sie stehen ja am Anfang. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich bin zu alt für den Schwab. Cora. Perfekt. Mal bei, ancora c'è. Ah. E ancora lontano? Tanto, tanto. Oh, ja. Ach so, italienisch, ja? Buenos dias. Das ist spanisch. Ah, das war so eine dumme Idee. Warte, lass mich mal vorgehen. Jetzt muss ich ganz auf deine schauen. Jetzt hast du mal den guten Ausblick. Ich will ihn eh machen. I can't do it, I can't. You can't. I'm done. Das ist ja dran. 12 Sekunden. Ich zieh mein T-Shirt gleich aus. Ich auch. Ich sag so, es ist eigentlich nicht so anstrengend. Dieser Wind ist gerade so angenehm. Ich bin kaputt. Ich brauch eine Flasche Prosecco in mein Glas. Wir haben es eigentlich, glaube ich, gleich geschafft. Ich da oben gibt es jetzt keine gute Aussicht, haben die mir gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob ich hier komplett sauer werden soll oder nicht. Hey, wir sind da. Das war jetzt aber nicht weit. Das war eh nicht weit. Wie geht's, wie steht's? Alles fit. Ah, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen auf dem Dom. Ah. Ich schwitze an Stellen, wo ich noch nie geschwitzt habe. Also wirklich, ich habe Schweißdrüsen entwickelt. Higher? Yeah, higher. Ah. Not much higher. Not much? No. Thank you. Thank you. Oh, Randy. Heilige Maria. Ich sag so, wie es ist. Das war eine ganz, ganz dumme Idee. Beautiful, yeah? Yeah, yeah, yeah. Beautiful. But tough. Let's say it like that. I'm getting old.
Just another day in the office. Wenn ihr denkt, ihr habt es geschafft, ihr habt es nicht geschafft. Es geht noch weiter. You're almost there. Yay! Yeah, few more. Thank you. 20. Thank you, I really appreciate it. Es ist auf jeden Fall der Zeitpunkt, ein Like und ein Kommentar und ein Abo dazulassen. Es ist for free. Das ist nicht denen ihr Ernst. Jetzt wollen die mir hier so Teile verkaufen. Ich krieg den Raster gleich. Die müssen mir zwei schenken, dass ich hier nochmal hochkomme. Ich bin komplett nass geschwitzt. Beim ersten Date schwitzen ist auch mal okay. Musst du denken, er muss jeden Tag zu seiner Arbeit diese Treppen hochgehen. Gehst du jeden Tag hier in die Arbeit so hoch? Jeden Tag? Ich finde, es sollte hier eigentlich so Drinks geben, nicht? Das kostet auch was. Ich krieg wirklich gleich zu viel. Jetzt reicht's mir komplett. Was ist da drüben? Was ist dieser Garten da? Das ist Spar im Steffel oben. Nichts gegen den Dom, aber hier sollte es ein Wasser for free geben. So einen kleinen Wasserspender mit diesen Paper Cups, das wär's. Ich schwitz komplett, ich sag's so, also wirklich. Ich kaufe mir jetzt ein neues T-Shirt oder so. Gibt's hier Handtücher for free oder so? Der Mann geht auf jeden Fall jeden Tag hier so in die Arbeit. Du hast meinen größten Respekt. Alle, die denken, die haben einen harten Job, du hast den härteren. Again, sir? You're for 1 year. Tomorrow 1 year. I'm from Munich, Germany. You? We are just visiting. We're from Israel. Israel, nice. Israel has like very good food. Yes. It is from all over the world. Yeah, it's mixed, but it's nice. It's a nice nation. Nice. Enjoy your trip, sir. Thank you. You too. Wie lange haben wir jetzt hochgebraucht? Ich würde sagen 6 Minuten. Ja. Also es geht natürlich bei den Temperaturen schwitzt du dich halt hoch. Und der Ausblick war eigentlich eh okay. Man hat alles gesehen, die ganze Stadt. Weißt du, was ich glaube? Dass die uns entgegengekommen die sind. Nicht ganz ja, die waren nur in diesem Raum. Perfect. Ich habe noch nie 5,50 Euro für ein Zewa bezahlt. Sky Steffel Bar, Ladies and Gentlemen. Die einzige Bar, die um 13 Uhr mittags offen hat. Ich weiß, ich klinge immer wie ein Idiot, wenn ich sage, ich finde sie jetzt nicht so geil, aber sie ist okay. Für einen Drink ist sie cool. Und ich war das letzte Mal auch drin gesessen. Vielleicht ist die Terrasse cooler da lang, oder? Die Stadt ist auf jeden Fall voll. Es ist Samstag. Es ist packed. Frauen leicht bekleidet. Männer sind am Geiern. Perfect. Klimatisierter Raum. Balenciaga Glasses, die würde ich nicht rocken. Aber ich finde die Versace besser als die Balenciaga. Außer die Luciano. Das ist Balenciaga geil. Flex. Geht es klar oder nicht? Das ist wie ein deutscher Urlaub. Auf jeden Fall, dort befindet sich das Stephen's Dome und hier ist der Eingang. Auf ein kühles Getränk sind wir jetzt hier in der Sky Bar bei Steffel. Hoffen, dass wir einen Terrassenplatz bekommen, sonst werde ich richtig sauer. Obwohl ich glaube, auf der Terrasse ist es eh wärmer. Halt. Also ich habe wirklich große Hände, Ladies and Gentlemen, okay? Das hier ist absolute Palma de Mallorca Größe. Cheers. Cheers. Ist okay, könnt ihr mehr verholen. Batterie leer, du Amateur. Ich fühle mich leicht wieder wie auf dem Ballermann. Limoncello Spritz, das Getränk kriegt von mir eine 8,5 von 10. Das ist besser als welches. Habe ich deinen probiert? Nee. Eine hat richtig Durst gehabt. Können tauschen, der ist lecker. Aber du musst ein bisschen, dass es ausgeglichen ist. Am Ende des Tages, Ladies and Gentlemen, ihr könnt auch hier draußen sitzen. Die Dame vorne an dieser Rezeption war nicht so nett. Wenn man Platz kriegt, ich würde vorher reservieren. Und falls ihr seht, da irgendwo habe ich aus dem Fenster geschaut. Sie hat am Anfang gesagt, dass sie unbedingt mal so einen Cappuccino-Grundkurs machen wollen würde. Boom, Randy hat mitgedacht. Davor habe ich mir noch eine andere Sache überlegt. So, was machen wir jetzt? Weiß nicht. Hä, ich habe dir doch erklärt. Du musst einmal für die Zuschauer erklären jetzt. Wir gehen jetzt in die Parfümerie und ich suche dir einen Duft aus und du suchst mir einen aus. Gar nicht, dass du mir einen aussuchen sollst, sondern du musst mir einen Männerduft zeigen, der dir taugen würde. So, gerade für dich? Nee, ich werde den jetzt nicht bei mir drauf machen. Perfekt. Aber es ist einfach interessant, um mal rauszufinden, was so gut riecht für dich, oder? Yes. Können natürlich auch den Aufzug hier außen nutzen, der sehr, sehr gut ist. Bist du Fitness-Influencer eigentlich? Darf man dich so nennen? Wie man will, aber nicht hauptsächlich Fitness. Aber ich mache viel Fitness. Was machst du alles für Content? Fitness? Also generell Lifestyle, also Fitness, Food und Body Positivity. Body Positivity, das heißt? Ich will, dass sich Frauen wohl in ihrem Körper fühlen und zeigt, dass man okay ist, so wie man ist. Das finde ich stark. Body Positivity. Wenn ich hier so ein bisschen Speck habe, stört keinen. Ihr müsst euch selbst laufen und so, gell? Selber lieben und so. Ich überlege gerade, was ist meine
Ich bin eigentlich zufrieden, ich sag so, wie es ist. Das ist doch gut so, solltest du auch sagen. Ja, aber ich sag jetzt mal, ja, nee, wenn ich das sag, dann mach ich mich unter die Pasche. Wir befinden uns auf jeden Fall jetzt bei... Sorry, guys. I don't wanna interrupt for the manatee of humility. Auf jeden Fall, wir finden... Junge, lern mal sprechen, Alter. Kilian, ist der für Männer oder ist das Unisex? Ist Unisex oder ist nur Bereich? Boah. Ist es der? Es ist halt, also das ist der Hennessy-Duft. Also ja, die sind halt inspiriert an Cocktails und das ist der Hennessy-Duft. Er riecht sehr zimtig, ich liebe Hennessy. 12 von 10. Und ich liebe diesen Duft. Und das ist halt Unisex-Duft, aber boah, okay. Der ist richtig stark. Der riecht sehr gut, ich würde ihm eine 9 geben. Ne, neun. Ich würde ihn mir auch kaufen. Kennst du? Du kennst diesen Song nicht. Flex. Das ist jetzt meine Runde, Ladies and Gentlemen. Ich habe zwei Frauenparfums, die ich selber benutze. Weil wenn du gut riechen willst für eine Frau, benutzt das, was die tragen. Aber dann denkt die Frau, du kommst von einer anderen Frau gerade. Na. Obwohl, obwohl. Perfekt. Das ist der. Riech an dem. Sag mir einfach nur deine Meinung. Er riecht zwar sommerlich, frisch, aber auch nicht zu stark. Er wäre nicht schlecht, aber ich würde ihn halt nur an einem heißen Sommertag tragen. Also, was haben wir heute? Hallo! 7,5. Sorry. No pictures. No photos, sorry. Francais? Ich hatte ein Shampoo, okay, ich weiß nicht mehr welches. Das habe ich so auf meine Hand unter der das Dusche. Ist und ja, das Seif ist der Samurai, das ist so gebrannt. Alter, das hat so gebrannt. Das ist der Samurai, boah, das ist überne. Nie wieder würde ich das benutzen. Aber er steht auf der Verpackung und du darfst es nicht. Ach so. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ne? Song. Was sagst du dazu? Ich habe ihn nur einmal gehört, aber ich habe ihn gut gefunden. Hast du den gehört von Reezy und Ashraf? Was soll ich sagen, wenn ich Struggles mit mir selbst hab? Liebe hält nur bis Dezember. Verlier die Sprache, wenn ich merke, dass du eigentlich gehst. Der Mann hat im Leben alles richtig gemacht. Damn! Kannst du dich erinnern, was wir am Anfang beredet haben, was du schon immer mal machen wolltest? Hast du selber schon mal so eine Barista-Schulung gemacht oder so? Ich wollte es mal machen. Ach, Kaffee, ja. Wir werden jetzt mal selber so Cappuccino machen und sowas. Ah, geil. Ich glaube, es wird ganz geil. Ich wollte das zu Hause, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich ist weiß er nicht. Der Typ, der Zeitgeist empfohlen hat? Das werde ich ihn gleich fragen. Genau, da hast du recht. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht war es eine komplett dumme Idee, aber vielleicht auch nicht. Also finde es creative. Ja, genau. Besser als Netflix und chill. Oder Amazon Prime Hammer in. Alles fit. Servus. Hey, hallo Sina. Hey. Kommst du auch ziemlich bekannt vor? Superstar. So wie du. Das ist der Flänzer. Wir haben so eine Citrine, die hat die Long Italica geheißen. Das war so eine Standard-Citrine-Maschine, die sich meine Mutter halt auf Amazon bestellt damals. Und dann haben wir gedacht, wäre doch voll nice, wenn ich meiner Mutter so ein Herz in der Früh zaubern kann. So, weil sie einfach so ein Herz machen oder so. Hey. Deine Mama hat so Glück. Ja, gut, ja. Mit 12 hast du dir das gedacht? Hab ich mir gedacht, hab ich halt so Videos gesehen und gedacht, jo, das ist safe, einfach. Zum Scheiß ist es überhaupt nicht einfach. Von voll schwer, gell? Oder? Ziel ist, wer von uns beiden erstmal das schönere Muster hinbekommt? Was kann man alles für Formen machen? Also bei euch wird es so ein Zwischenformen des A**s und Apfel wahrscheinlich werden, ja. Ein Herz wäre natürlich so der Go-To, aber... Pass auf zu dem Kaffein-Zeitgeist. Ich sag's jetzt so, wie es ist. Warte, ich bin schon gespannt. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, was kommt. Der Flat White, ja? Der war sehr bitter. Das ist kein gutes Zeichen bei Kaffee, oder? Ist das ein gutes Zeichen? Grundsätzlich nicht, weil sie sind ja sehr... Tendenziell glaube ich eher, dass der Barista vielleicht ein bisschen darum geht. Auf jeden Fall, ich werde mal ein paar Sachen unten verlinken. Falls ihr euch mal überlegen solltet, hey, ich würde vielleicht auch sowas gerne machen bei so einem jungen, gut aussehenden, sexuell attraktiven Barista. Dann könnt ihr das auch machen. Müsst ihr ihm einfach schreiben auf Instagram. Kaffee-Feinwaage. Genau, einfach starten. Das passiert. Kann man übrigens auch für andere Sachen benutzen. Zum Beispiel, wenn man sich grüne Knospen... Da geht's jetzt um... Da geht's um die Milligramm jetzt. Boah, das riecht gut. Das riecht intensiv, gell? Das hätte ich... Boah, das riecht ja richtig super, intensiv. Ja. Boah. Also ich habe die Packung noch gerade aufgemacht, ja, das ist... Da ist wirklich nichts irgendwie am... Gibt es eine Möglichkeit, so gesagt, rauszufinden, ob Bohnen eine gute Qualität haben vom Auge her schon? Oder? Ja, wenn sie wirklich... Perfekt. So, perfekt. Passt auf. Bei dir in der Hand sieht man die auch besser, muss ich sagen.
Nein, also die haben wirklich eine sehr gleichbleibende Größe, also sind sehr ähnlich alle. Ja. Ja. Es ist auch schön gleichmäßig geröstet außerdem, das ist auch wichtig. Daran erkennt man das und natürlich auch geruchsmäßig, wenn der Kaffee ausgeraucht ist. Dann. Was heißt guter Kaffee auf Italienisch? Buon Kaffee. Buon Kaffee, zurück und Giotto. Was heißt das eigentlich? Nur ein Giotto. Ah, okay. Solo un heißt nur ein und Giotto heißt Giotto. Ah, die sagen solo un. Ich weiß, was du gerade gesagt hast. Zurück und Giotto. Perfekt. Ich habe noch nie so intensiven Kaffee geraucht. Jetzt kommt der most satisfying part, oder? Tasse nehmen, Tasse sollte vorgeheizt sein. Meine Tasse sind grundsätzlich immer warm. Italienischer Kaffee wird auch als sexy Coffee bezeichnet, weil er auch schön aus dem Siebträger herausfließt. Viele Leute machen auch ein Ristretto für Flat White. Wichtig ist gute Milch. Umso höher der Fettanteil, umso schaumiger ist er. Ich habe leider nicht mehr als 3,8% bekommen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, keine normale Milch trinkst, was ist die beste Alternative? Die Oatly im Hafen und Barista ist schon sehr die graue, gell? Aber da muss man halt wirklich seine halbe Niere verkaufen dafür. Also. Warum? Weil sie so teuer ist. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zum interessantesten Teil. Der Mann hat es natürlich drauf, ja. Der macht es seitdem er 12 ist. Ich mache jetzt einfach eine Tulpe. Ich mache jetzt eine Tulpe. Tulpe. Eine Tulpe? Einfach. Ganz einfach. Ganz ich mache später auch einen BMW X5. Ich mache normalerweise eh auch immer einen Lamborghini Aventador, aber den habe ich gerade nicht drauf. Ich zitter da gerade ein bisschen, muss ich sagen. Das war ein bisschen Ich finde, der ist stärker als der andere. Also ein bisschen ganz stärker. Okay. Schmeckt super lecker. Ja. Boah, Junge, Junge, Junge. Schau, der hat noch angenehme Bitternoten. Ja, du merkst, die sind gewollt. Ja. Ein paar Sekunden. Das ist schwer. Ja. Was? Boah, das sind... Wie viel Gramm sind das? Das ist... Ich sag 500. Ein Kilo. So, jetzt reicht's. Wenn das jetzt ein Kilo ist, dann habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Ah, ich war... Ja, okay. Aber für die Größe ist es crazy, gell? Und jetzt reicht's. Randy darf mir jetzt eine Latte zaubern. Ich mach dir jetzt so eine Latte, Junge, Junge, Junge. Ein bisschen schwenken. Also nicht nur das, nicht den Kaffee, sondern also. Auch die Milch. Ja. War das richtig? Perfekt. Ich mache einfach, nach Gefühl, okay? Mach's einfach jetzt. Bisschen weiter runter, ein bisschen weiter runter. Damn! Aber ganz kurze Frage. Warum ist es jetzt schon weiß? Es ist nicht so leicht, aber wenn man da... Egal, ich mache jetzt einfach weiter. So, und dann noch, genau, jetzt nach oben, jetzt schön nach oben ziehen. Jawohl! So ganz im Entferntesten ist es... Picasso, ja. Das ist wirklich bauermäßig. Das ist moderne Kunst. Das ist ja wirklich peinlich. Jetzt. Das ist moderne Kunst. Aber der Mann zittert wirklich ein bisschen. Okay, du bist dran. Schäum ihre Milch. So, geht's weiter. Du kannst auch schon mal den Tipp, habe ich Ihnen nicht verraten, weil. Parteiisch. Einmal die, den Kaffee. Habe ich eh gemacht. Boah. Fast eine ganze Kuh. So, weiter nach oben, genau. Dann jetzt einmal so schwenken. Jawohl, jetzt runter, ganz runter. Warte. Und das ganz ohne Hefe. Also du hast gewonnen. Muss aber sagen, wenn du es jetzt so genau anschaust, es könnte auch was anderes sein. Kennst du diesen Blickwinkel? Das gibt schon auf jeden Fall eine 7 von 10. Kann man das machen oder kann man nicht machen? Das war cool. Mehr Spaß gemacht, als ich dachte sogar. Ja. Jetzt darfst du dreimal raten, was wir essen gehen. Burger? Hast du Bock auf Burger? Das war die Frage, damit du die Antwort kriegst. Ja, dann werden wir jetzt Burger essen gehen. Warte mal, ich habe eine Liste. Du hast eine Burgerliste? Nee, aber ich habe so Restaurants. Wollte fast Antrag machen. Keine Ahnung, gibt's nicht. Okay, wo ist es? Ja, wir können da hin. Also ich habe davon noch nie gehört, aber da können wir... Platz 3. Perfekt. Wir haben auf jeden Fall ein Oldtimer-Treffen in Wien, Ladies and Gentlemen. Superschönes Auto. Ist es der von John Wick, oder? 10 von 10, Männer. Boah, das ist ein BMW. Geht. Was ist das für ein BMW? BMW 503. Sehr schön. 1957. Boah, da war ich noch nicht in der Planung. Ich auch nicht. Okay. Weit weg davon. Ja. Perfekt. So ist mit Insta-Pflanzern unterwegs zu sein. Ja! Philly Cheese Steak Sandwich. Dafür haben wir uns auf jeden Fall entschieden. Let's go. So sieht der Laden auf jeden Fall aus, Ladies and Gentlemen. Ich werde auf jeden Fall Philly Cheesesteak essen. Dankeschön. Sieht richtig geil aus. Sieht geil aus. Also ich habe den netten Herren gebeten von Philly, die Pommes länger drin zu lassen. Wie viel? 30, 40 Sekunden habe ich gesagt? Also die ist nicht perfekt. Die ist 30, 40 Sekunden vor perfekt. Also nicht der allerbeste, aber schon. Er schmeckt super. I like it like that.
Philly Cheesesteak, Ladies and Gentlemen, ich habe vor 2 Tagen einen Philly Cheesesteak gegessen. Ich hätte doppelt Käse nehmen sollen. Junge, Junge. Papier und oder ich hoffe, das sind zu dunkel. Ich sehe nämlich nicht. Das ist mein 4. Philly Cheesesteak in meinem Leben. Eigentlich wird es mit grüner Paprika gemacht und Zwiebeln noch. Das ist sehr pfeffrig. Schmeckt ein bisschen wie so ein Mix aus Gulasch und Philly Cheesesteak. Sollte mehr Käse drin sein und man hätte doppelt Käse bestellen müssen. Da habe ich bei meiner Lieblingsinfluencerin gesehen. Wie heißt sie? Weiß ich nicht, diese Foodbloggerin von TikTok. Werbung. Auf jeden Fall, es ist, ohne dass ich böse sein will, es ist okay. Sagen wir so. Ich werde jetzt schön aufessen mit der netten Dame hier. Danke für deine Zeit für heute. War das beste Date, was ich jemals gehabt habe. Nein, das kann nicht sein. Sehen wir uns eh später. Bye, bye. Es war wirklich ein 10 von 10 Tag. Was geht, alles fit? Falls ihr noch coolere Ideen habt, könnt ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls ihr sagt, hey, ich wohne in der und der Stadt und ich hätte auch Bock, mit Randy ein Date zu drehen, dann lasst es mich gerne wissen. Zu leid, ist aber mit der Zahl nichts zu tun, wenn du mich fragst.